Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Dinosaur Death Race. Kommen wir jetzt direkt zu den Regeln. Insgesamt haben wir 10 Kandidaten, die hier gegeneinander antreten und versuchen möglichst viele Punkte zu sammeln. Davon fahren immer die jeweils gleichfarbigen Jeeps in einem Team. Allerdings ist es so, dass nicht alle gleichzeitig fahren, sondern es fahren erst die ersten 5 vorne und dann die zweite Fuhre, die weiter hinten steht. Punkte sammelt man, indem man die Strecke durchfährt und möglichst viele Hindernisse hinter sich lässt. Die einzelnen Bereiche sind auch mit der jeweiligen Punkteanzahl versehen. So kann man immer sehen, wie viele Punkte man gerade sicher hat. Und insgesamt gibt es 8 Bereiche. Man scheidet immer dann aus, wenn das eigene Fahrzeug hier zerstört und fahrunfähig gemacht wird. Das heißt, wenn ich hier jetzt zum Beispiel im zweiten Gehege fahrunfähig gemacht werde, habe ich insgesamt 2 Punkte gesammelt. Falls man es schaffen sollte, die gesamte Rennstrecke hinter sich zu lassen und hier über die Ziellinie zu fahren, hat man hier auch nochmal Bonuspunkte sicher. Der erste, der es schaffen sollte, bekommt nochmal 5 Bonuspunkte, der zweite 4 Bonuspunkte, der dritte 3 und so weiter. Und ganz am Ende werden dann die Punkte des gesamten Teams zusammengerechnet und das Team, was die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt hier das Dinosaur Death Race. Und bevor wir jetzt zu den Kandidaten kommen, will ich euch noch kurz verraten, was es hier heute für die beiden Gewinner zu gewinnen gibt. Und zwar jeweils einen 10€ Amazon-Gutschein. Also es geht hier heute auch um was. Und deshalb drücke ich euch doppelt die Daumen. Wir fangen jetzt aber mal an, hier die Kandidaten für heute vorzustellen. Da haben wir als allererstes für Team Rot den Streckenersteller als kleines Dankeschön, dass du dir die Mühe gemacht hast. Dr. Agen fährt heute für Team Rot. Und ich bin sehr gespannt, wie er sich schlagen wird auf seiner eigenen Strecke. Dann haben wir den ersten Kandidaten für Team Blau. Das ist Hafenrider, eine Kandidatin, also kein Kandidat. Und dann haben wir den ersten Fahrer für Team JWE. Das ist Dir Doofmand. Heute die ganzen VIPs, ganz viel Glück. Und der erste Fahrer für Team Retro, das ist Pascal Dilly. Und Team Orange ist wie immer unser VIP-Team. Da haben die Unterstützer von meinem Kanal nochmal eine zusätzliche Chance hier mitzumachen. Als kleines Dankeschön, dass ihr mich supportet. Und dafür blende ich unser Mitglieder-Glücksrad ein. Das seht ihr jetzt oben rechts. Und je nach VIP-Stufe habt ihr unterschiedliche Chancen hier. Ich würde sagen, wir drehen das Ganze und schauen mal, wer dieser Fahrer für Team Orange sein wird. Eine Meinung. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt kommen wir zu den Teammitgliedern von den ersten 5 gezogenen Kandidaten. Da haben wir als zweiten Fahrer für Team Retro Yoshi-Fan Luke. Und dann kommen wir schon wieder zu Team Orange, nämlich mal wieder VIP. Das Spielchen kennt ihr ja schon. Wir drehen das Rädchen und schauen mal, wer hier der Teamkollege bzw. die Teamkollegin für eine Meinung wird. Und okay, das ist eine Meinung. Das geht natürlich nicht. Dann drehen wir nochmal. Der Klassiker. Und da haben wir Hafenrider. Die ist auch schon dabei, ne? Ist auch schon eine Fahrerin. Gibt's ja gar nicht. Dreimal drehen hatten wir noch nie. Und da haben wir Jenny als Teamkollegin für Team VIP. Sehr schön. Da hattest du jetzt ja dreifach Glück, würde ich fast meinen, Jenny. Wir blenden das Rad wieder aus und gehen weiter zu Team Blau, denn da haben wir Crawmotion. Und dann haben wir den zweiten Fahrer für Team Rot. Das ist Paul Babucke. Und der letzte Fahrer oder die letzte Fahrerin für heute, das ist Mira Skyscroll. Herzlichen Glückwunsch an alle Kandidaten. Ich bin sehr gespannt. Wir starten jetzt das erste Dinosaur Death Race im Schnee. Und los geht's für die erste Fuhre. Dr. Agen, Hafenrider, Dir Doofmand, Pascal Dilly und eine Meinung. Da bin ich jetzt gespannt, wie die sich schlagen. Ich habe die Strecke nur einmal kurz getestet, auch nicht bis zum Ende. Aber die hat Dr. Agen wieder sehr, sehr gut gebaut. Oh,
Da wird schon der erste weggeschoben, nämlich Team Blau Hafen Rider. 50% fast verloren. Okay, das ist krass. Die Kentrus scheinen sehr viel Schaden zu machen. Und die drehen jetzt hier auch nochmal um. Das könnte jetzt problematisch sein. Hafen Rider macht es jetzt ganz, ganz vorsichtig, aber berührt trotzdem nochmal den Kentro an seinen Stacheln. Wird jetzt aber nicht weiter angeditscht, aber dafür wird Team Rot hier in die Mangel genommen. Der Kartenhersteller wird eingeklemmt. Oh nein! Das kann nicht wahr sein. 20% nur noch. Eieiei, 14%. Und auch Diadovmand hat Probleme. Mit dem Kentro. Dr. Agen ist noch drin. Wir gehen mal an die Spitze wieder. Wir verpassen hier nämlich wieder sehr viel. Hier ist nämlich das Volley-Rhino-Gehege. Und auch hier geht's rund, wie ihr seht. Hafen Rider kriegt jetzt nochmal auf den Sack. 39%. 100% für Pascal und der fährt weiter. Und da kommt Dr. Agen. Hafen Rider nur noch 7%. Und eine Meinung kriegt auch einen mit. Also die Volley-Rhinos haben gar keine Lust hier auf die Fahrer. Ein Fahrer ist schon vorne weg, das dürfte Pascal sein. Der hat sich abgesetzt. Oh, jetzt kommt auch noch Diadovmand dazu. Eieiei. Die blockieren sich halt jetzt hier auch gegenseitig. Hafen Rider wird jetzt hier von Diadovmand in das Rhino reingeschoben. Ganz schön gemein. Und jetzt setzt er zurück. Ich glaube, das war alles Taktik von ihm. Okay, Hafen Rider ist ausgeschieden, leider. Es dürfte... Da hinten überschlägt sich Team Rot. Das dürfte Gehege 2 sein. Genau, hier seht ihr die Zahl. Das ist sehr unübersichtlich gerade hier. Die haben sich sehr getrennt, die Fahrer. Diadovmand haben wir noch. Dr. Agen haben wir. Ich glaube, Dr. Agen kriegt hier gleich Probleme. Das Rhino rennt ihm hier echt hinterher. Das ist auf der Jagd. Und macht ihn kaputt. Boah, das war ja richtig heftig. Hier vorne sind schon die Kandidaten. Hier haben wir eine Meinung und hier haben wir Pascal. Der hat noch fast gar keinen Schaden bekommen. Der ist hier schon im Gehege mit Spinoraptoren. Der macht das hier wirklich super, der Pascal. Aber ihr kennt ja das Spiel. Wenn wir mal was verpassen und was nicht sehen, dann gucken wir einfach im Nachhinein, wo die ausgeschieden sind. Ist halt nicht immer ganz so einfach, alles auf Kamera festzuhalten. Dr. Agen hat aber auch diese Puffergehege eingebaut, damit ich mal ab und zu schauen kann, was die anderen so machen. Meine Meinung macht das hier auch sehr vorsichtig. Sehr schön, schön vorbeifahren. Die sind super gefährlich, die Spinoraptoren, wenn man mit denen kollidiert. Deswegen muss man da echt vorsichtig sein. Und da kommt auch Diadovmand schon. Der ist auch schon hier im Spinogehege. Spinoraptor gegen und... fährt dem voll auf und ist leider ausgeschieden. Das sind 4 Punkte für dich. Auch nicht so schlecht. Jetzt haben wir noch Pascal und eine Meinung. Wo ist denn Pascal schon wieder hin? Da vorne. Gar nicht gesehen. Der ist hier im Mammutgehege. Weicht jetzt sehr gut aus. Fährt schön am Rand vorbei. Bleibt jetzt hier ein bisschen hängen, aber macht das trotzdem sehr gut. Der hat noch 97%. Der fährt hier total das cleane Rennen. Sehr schön, Pascal. Und eine Meinung, die haben wir. Hier bin ich heute blind. Wo ist denn jetzt eine Meinung hin? Da! Ich wollte schon sagen, die ist weggeglitscht. Aber die hängt hier an dem Mammut fest. Achso, falls übrigens ein Kandidat weglischen sollte, gibt es leider gar keine Punkte. Das ist eine harte Regel, aber ist die einfachste. Damit wir da nicht durcheinander kommen, wenn wir dann nicht wissen, wie viele Punkte jemand gesammelt hat. Wird hier hoffentlich nicht passieren auf der Strecke. Wir bleiben jetzt mal an der Spitze bei Pascal. Er hat hier echt Probleme. Ist jetzt bei Terrorbirds im Gehege. Die sehen schon fies aus. Und mit dem will man sich, glaube ich, auch nicht anlegen. Und hier ist ein ganz schöner Engpass mit Wasser. Das heißt, da wird man lange in Konfrontation mit denen sein. Kann man nur hoffen, dass sie nicht wütend werden. Aber was Pascal hier macht, ist, glaube ich, gerade nicht gut. Er provoziert die halt so ein bisschen. Aber versucht es jetzt. Fährt jetzt außen rum. Und hat auch noch keine Aggro gezogen, sag ich mal. Er macht das super. Also ich glaube, hier passiert nichts mehr. Aber das Gehege ist noch lange nicht vorbei. Hier hinten kommen noch mehr.
Wie sieht es denn mit einer Meinung aus hier? Da, die hat es auch geschafft. Mit 60%. Kommt jetzt auch hier gleich ins Terrorbird-Gehege. Pascal ist jetzt hier vorne schon im tiefen Wasser. Oh oh. Er hat Glück, die schreien bis jetzt nur und greifen ihn nicht an. Das ist einfach so eine random Toilette. Als Hindernis. Habe ich so auch noch nie gesehen. Also Pascal macht das wirklich gut. Immer noch 88%. Fährt jetzt ins nächste Gehege schon. Das ist auch wieder ein riesiges Gehege mit ja, einigen Mischdinosauriern. Und eine Meinung ist da vorne. Aber wir bleiben an der Spitze. Ich will die neuen Gehege alle sehen. Sehr, sehr waldig. Und sehr groß das Gehege. Also wenn man Glück hat, begegnet man hier gar keinem Dinosaurier. Ja, so wie Pascal. Ich glaube, Pascal könnte hier direkt das Rennen beenden, wenn er etwas Glück hat. Hier sind jetzt nochmal einige Gebäude und Hindernisse im Weg und ganz viele Indominus Rex. Also man sollte sich noch nicht zu früh freuen. Er, ich wollte gerade sagen, er weicht gut aus hier, fährt ihn dann aber doch noch rein. Oh, ist das übel, ey. Okay, Leben am Limit, aber der Weg ist frei. Ich glaube, da passiert nichts mehr. Team Retro mit Pascal Dilly holt hier den Sieg nach Hause. Beendet das Rennen als Erster. Das gibt ordentlich Punkte. 8 plus 5, um genau zu sein. Also 13 Punkte für Pascal. Sehr schön. Gehen wir mal weiter nach hinten. Hier haben wir eine Meinung. Die fährt auch super. Hat jetzt noch die Indominus Rexe vor sich. Aber die scheinen auch gerade keine Probleme zu machen. Und auch eine Meinung schafft es. Damit ist auch Team Orange im Retro dicht auf dem Fersen. 8 plus 4 Punkte gibt es jetzt. Sehr, sehr gut. Okay, zwei Leute haben es abgeschlossen. Ich bin beeindruckt. Und dann starten wir direkt mit der zweiten Fuhre. Hier ist noch nichts entschieden. Alles kann sich noch ändern natürlich. Yoshi, Fan Luke, Jenny, Promotion, Paul und Mira. Die fünf machen sich jetzt hier auf. Haben es natürlich jetzt noch schwieriger, weil noch zusätzlich die Fracks von der ersten Fuhre im Weg liegen. Oh, das war knapp bei Mira. Aber Yoshi, Fan und Mira kommen jetzt hier gut durchs erste Gehege. Promotion bleibt ein bisschen hängen, kriegt aber keinen Schaden. Ich glaube, die Dodos hier sind gar nicht so gefährlich, sondern eher die Kentros. Der gesehen, wie viel Schaden die machen können. Oh, hier. Jenny nutzt die Chance und die Lücke. Sehr gut durchgefahren. Promotion hat hier ein bisschen Probleme und auch Paul. Gehen aber mal nach vorne. Ich hoffe, die beiden scheiden jetzt nicht aus. Das Gehege ist nämlich sehr gefährlich. Hier sind zwei Kandidaten beim letzten Mal ausgeschieden. Oder bei der ersten Runde. Yoshi-Fan ist aber mutig und traut sich. Dicht gefolgt von Mira und... Oh, Mira überschlägt sich und blockiert hier Jenny. Das hat aber nicht viel Schaden gemacht, nur zwei. Oh, Yoshi-Fan. Wird auf die Seite gerammt. Kriegt ein bisschen Schaden. Mira weicht hier gut aus und Jenny wird auch fast getroffen, schafft es aber. Mira hängt jetzt hier an Dr. Egan fest. Der liegt hier nämlich auch noch schön im Weg rum. Und jetzt kommt auch noch Jenny dazu. Oh oh, Jenny, nicht gut. Oh oh. Autsch. Eingeklemmt zwischen zwei Volley Rhinos, das tut weh. 9% nur noch. Mira kämpft immer noch mit Dr. Egan. Wird jetzt weggerammt. 36%. Und da kommt Paul. Der ist noch gut dabei. Wo ist denn der hinterste Kandidat? Hängt er hier immer noch fest? Tatsächlich. Oh, Crowmotion wurde sogar zerstört. Im ersten Gehege. Oh nein. Das ist bitter. Leider nur ein Punkt für Team Blau. Aber auch Jenny hat hier Probleme. Und Mira, die haben ordentlich Schaden kassiert. Paul hat das gut gemacht hier. Für Team Rot. Und hier vorne haben wir noch Yoshi-Fan an der Spitze. Hängt jetzt hier an der Doofmann fest. Oh oh, das könnte böse enden. Oh, hat hier nochmal Glück gehabt. Der Kopfstoß von dem Spinoraptor ging jetzt hier vorbei. Hat jetzt aber der Doofmann sogar zur Seite geschoben. Also der war eher gut, der Kopfstoß. Und da hinten kommt Paul und übernimmt die Führung. Nice.
Der ist jetzt von ganz hinten bis nach vorne gefahren. Der Doofmann. Mira Scroll wurde zerstört. Oh mein Gott, nein. Ah, die Rhinos. Haben Mira erwischt. Leider, leider. Das ist schade. Das heißt, es sind jetzt schon zwei Kandidaten raus, oder? Und auch Jenny wurde zerstört. Die hat ja eh nicht mehr viel Leben. Jetzt hier vorne erwischt. Wurde voll gegen die Wand gerammt. So, jetzt haben wir nur noch zwei Kandidaten. Schade, dass man hier kein Replay einblenden kann. Das wäre praktisch. Aber die beiden sind jetzt hier sehr nah beieinander. Wir schauen gleich nochmal, wie viele Punkte jetzt wer gesammelt hat. Das war sehr unübersichtlich. Jetzt für euch natürlich. Ja, die beiden machen es hier wirklich zusammen. Ganz, ganz vorsichtig. Aber auch krasse Eishügel hier. Hier würde ich auch vorsichtig fahren. Die ganzen Mammuts sind zum Glück gerade hier und man kann sich hier schön am Rand vorbeischleichen. Auch wenn Paul hier ein bisschen Probleme hat. Macht das jetzt aber. Sehr schön. Und da vorne kommt auch Yoshi-Fan. Also die Mammuts machen hier gar keine Probleme, weil die alle in der Mitte gerade sind. Ja, das ist immer noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Oh. Jetzt drehen sich beide Kandidaten hier, haben wieder Probleme. Aber diese Hogel sind auch immer fies, weil die auch immer ein bisschen Schaden machen. Aber zum Glück ist keiner von den Kandidaten hier lowlife. Und beide noch über 50%. Paul dreht sich hier wieder. Und jetzt kommt Yoshi-Fan. Also die fahren hier wirklich parallel. Ich glaube, Yoshi-Fan hat hier aber ein bisschen den Nachteil, weil wenn man hinter jemanden ist, ist immer das Problem, wenn zum Beispiel Paul jetzt irgendwo gegenfährt, dass er dann dahinter auch stehen bleibt meistens. Oh, oh. Ich glaube, der greift an. Sieht zumindest aus. Ne, er ist abgebremst. Gott sei Dank. Oh, hier schlafen sogar Power Birds. Die beiden Kandidaten fahren jetzt aber super vorbei. Aber der nächste ist auch... Ne, doch nicht. Die täuschen irgendwie immer nur an, wenn sie böse... Oh, da sind sie böse. Gib Gas, Yoshi-Fan, du wirst verfolgt. Oh Gott. Der rennt immer noch hinter ihm her. Yoshi-Fan muss Gas geben. Der hat richtig Bock auf ihn. Okay, er hat ihn abgehängt. Gott sei Dank. Oder ist er immer noch böse? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der ist immer noch böse. Oh, oh. Yoshi-Fan, fahr jetzt schnell vorbei. Oh Gott. Yoshi-Fan bremst jetzt hier Paul aus. Das könnte jetzt böse für Paul enden. Nee, der hier. Oh. Der hat immer noch Bock auf Yoshi-Fan, so wie es aussieht. Aber Yoshi-Fan fährt schnell aus dem Gehege. Und der hat jetzt hier Paul den Terrorbirds zum Fraß vorgeworfen. Das war ja richtig gemein. Oh mein Gott. Das war ein richtig guter Move von dir, Yoshi. Da hast du die Konkurrenz fast dem Tode geweiht. Mal schauen, ob es Paul hier noch rausschafft. Das wird übel. Oh nein. Jetzt geht's hier Paul an den Kragen. Die Terrorbirds schieben ihn hier leicht weg. Und die Wege sind blockiert. Oh oh. Ja, jetzt schnell vorbei. Sehr gut gemacht. Ich glaube... Ah, vielleicht doch nicht. Ich soll es nicht zu früh sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Paul es hier noch schafft, irgendwie durchzukommen. Aber hat die irgendwie gerade Probleme. Hier ist doch die Lücke gewesen. Fahr doch da durch. Oh nein. Und das war's. Paul ist ausgeschieden. Die Terrorbirds haben ihn Matsch gemacht. Und ich glaube, wo ist denn unser letzter Kandidat? Ist er schon durch? Wait. Ging aber dann schnell. Wenn der jetzt hier steht in der Base, dann ist das, hat das geschafft. Yoshi-Fan Luke. Der hat's geschafft, der wird gerade repariert. Wir haben es gar nicht auf Kamera, aber er hat das Rennen abgeschlossen. Nice, Yoshi-Fan Luke.
sehr, sehr gut. Und ich glaube, damit steht unser Gewinnerteam auf jeden Fall für alle fest. Also Yoshi Fan Luke hat es auch abgeschlossen, hat damit 8 plus 5 Punkte. Dann haben wir natürlich, wo haben wir es? Hier vorne war es, ne? Dann haben wir Paul Babuke oder Babuke mit insgesamt 6 Punkten. Wen hatten wir denn dann? Jetzt müssen wir mal schauen. Hier sind auch auf jeden Fall welche ausgeschieden. Genau, hier haben wir nämlich Jenny, die ist ausgeschieden. Dia Doofmann war, glaube ich, von der ersten Fuhre, wenn mich nicht alles täuscht. Das sind 4 Punkte für Jenny. Dann haben wir hier vorne Mira, die ist leider an Dr. Egen hängen geblieben. Und dann haben wir noch Hafenweider, war auch von der ersten Fuhre. Einer fehlt aber noch. Also hier haben wir noch Promotion. Der hat nur einen Punkt leider gesammelt. So ein eindeutiges Ergebnis hatten wir noch nie im Dinosaur Death Race. Wir fangen dennoch beim letzten Platz an. Der geht leider heute an Hafenrider und an Crawmotion mit insgesamt 3 gesammelten Punkten. Ja doch, ist richtig. Dann haben wir den 4. Platz. Das ist Team JWE mit Dia Doofmand und Mira Skyscroll. Insgesamt 6 gesammelte Punkte. Dann kommen wir zur Bronzemedaille. Die geht heute an Dr. Egen, den Streckenersteller, und an Paul Babuke. Die haben insgesamt nämlich 8 Punkte gesammelt, was schon echt nicht schlecht ist. Und dann kommen wir zur Silbermedaille. Die geht heute an Team VIP mit einer Meinung. Die hat das Rennen sogar abgeschlossen mit 8 plus 4 Punkten. Und dann noch Jenny, die hat 4 Punkte gesammelt. Insgesamt 16 Punkte. Also auch schon eine sehr gute Leistung. Und jetzt haben wir bei Team Retro, nämlich Pascal Dilly, und bei Yoshi Fan Luke die Maximalpunktzahl. Also mehr geht gar nicht. Die beiden haben jeweils das Rennen als Erste abgeschlossen. 13 plus 13 Punkte, 26 Punkte. Also so eine Punktzahl hatten wir noch nie. Ihr beide seid wirklich mega gut gefahren. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Schreibt mir auf jeden Fall im Discord, dann bekommt ihr euren 10 Euro Amazon-Gutschein. Ich hoffe, dieses Rennen hat euch eine Menge Spaß gemacht. Falls ja, lasst ein Like da. Falls ihr beim nächsten Mitmachprojekt mit dabei sein wollt, dann müsst ihr jetzt einmal Hashtag Dundee unten in die Kommentare schreiben. Das gilt natürlich auch für die VIPs. Falls ihr eure zusätzliche Chance in Anspruch nehmen wollt, dann müsst ihr auch einmal Hashtag Dundee unten in die Kommentare schreiben. Ganz wichtig, in die Kommentare, nicht in den Videopremieren-Chat, also unter das Video. Und ja, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dundee.